Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. In dieser Folge wird es darum gehen, die ein oder andere Nebenmission zu erledigen. Ich bin schon mal ein Stückchen gelaufen und da vorne ist der kleine Junge, der die Nebenmission hat. Ich zeige euch gerne, wo das ist. Wir sind in der verborgenen Stadt und hier befindet sich diese Nebenmission und die werden wir jetzt erstmal angehen. Ich kann ihn sehen, auch wenn... Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Da hat Lara recht. Takis Jadewürfel, Pisco den Toten finden. Pisco hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Na, wo finden wir die Würfel? Wird jetzt hier irgendwas angezeigt? Takis Jadewürfel, Pisco finden. Alles klar. Okay, dann laufen wir mal nach da vorne. Ja, wie gesagt, in dieser Folge wird es darum gehen, die ein oder andere Nebenmission zu absolvieren. Denn wir bekommen in der Nebenmission unter anderem noch ein paar nette Sachen. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Sachen, die wir natürlich auch in diesen Nebenmissionen bekommen, sind unter anderem einmal der Dietrich, zum anderen das Seilaufstiegswerkzeug. In anderen Nebenmissionen bekommen wir das zweite Messer-Upgrade. In einer anderen Nebenmission bekommen wir unter anderem Zugang zu einer versteckten Krypta. Und ja, ich glaube, das war's soweit. Also hier ist jetzt erstmal Pisco, mit dem müssen wir reden. Missionsgeber entdeckt, Karte aktualisiert. Ganz genau, dann reden wir da auch mal erstmal mit dem. Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein, du bist also Pisco der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter. Ich bin Lara. Lara. Schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen, höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Die Verstoßenen, mit 5 Verstoßenen reden. Die Frage ist jetzt, können wir auch mit denen reden, währenddessen wir dieses Outfit hier tragen? Denn wir wissen ja mittlerweile, dass wir in Paititi bestimmte Informationen nur kriegen, wenn wir die blaue Reiher-Tunika anhaben. Ich muss mit 5 Verstoßenen reden, aber es werden bloß 4 Ziele angezeigt. Naja, gut, mal schauen. Ist das hier vielleicht schon einer der Verstoßenen? Kann ich mir nicht vorstellen. Erstmal schauen, wo könnten diese Verstoßenen sein? Also wahrscheinlich ist es erstmal vom Vorteil, wenn ich zurück zum Basislager gehe und mir, wie gesagt, die blaue Reiher-Tunika erstmal hole, denn dann können wir uns sicher sein, dass wirklich alle mit uns reden werden. Das werden wir dann erstmal machen, das wusste ich ja im Vorfeld auch nicht. Die Frage ist jetzt natürlich, die sich mir stellt, konnten wir schon im Vorfeld mit den Verstoßenen reden oder hat das jetzt erst mit dieser Nebenmission etwas zu tun? Weil wenn uns die vorher nicht angezeigt werden, dann konnten wir natürlich auch nicht mit denen reden, ist ja klar.
Wir wählen jetzt erstmal schnell das Outfit aus. Das solltet ihr dann wahrscheinlich auch machen. Und dann schauen wir doch mal, mit wem wir alles reden können. Aber es werden immer nur noch 4 Ziele angezeigt. Ich wundere mich gerade. Wenn es 5 sein sollten und wir nur 4 Ziele haben, ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber gut, reden wir erstmal mit den 4ern. Also erstmal schauen, kann ich mir hier irgendetwas markieren? Nein, kann ich leider nicht. Aber egal, die werden wir auch schon so finden. Wie gesagt, ich muss jetzt öfter immer auf die Karte schauen. Also mit der Frau da vorne können wir jetzt auch nicht reden. Das geht leider nicht. Benötigschlange, Outfit. Ja gut. Unsere Liebe war gesegnet. Ist das vielleicht eine Verstoßene? Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Das war also die erste Verstoßene. Alles klar. Dann auf zur nächsten. Die befindet sich gar nicht so weit weg. Die muss irgendwo hier oben sein. Feiglinge, wir alle. Du bist das nicht? Warum haben sie dich hier festgebunden? Naja gut, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich muss weg. Wo haben wir jetzt den nächsten Verstoßenen? Wahrscheinlich nicht in dieser Höhle, oder? Ah, scheiße, ich habe mich verlaufen. Es kann natürlich auch sein, dass die eine Verstoßene diejenige ist, die nicht mit uns reden will, weil wir nicht das Schlangenoutfit anhaben. Das kann natürlich sein. Sie sagten, ich bin ein Lügner, dem man nicht glauben darf. Aber vielleicht bist du auch der Verstoßene. Hallo, Pisco schickt mich. Ha, wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Ishik. Das war der zweite Verstoßene. Fehlen noch 2 weitere. Also ein Stückchen hier runter. Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Echt, ja? Was wurde denn jetzt hier aktualisiert? Kann ich gerade im Moment leider nicht einsehen. Aber gut, ist ja auch egal. Wir suchen uns jetzt den dritten Verstoßenen.
Oh, Vorsicht, Lara Croft kommt vorbei. Das könnte er sein. Ein weißes Wasserschwein. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Das war der dritte Verstoßene und er hat auch von weißen Wasserschweinen geredet. Ein weißes Wasserschwein habe ich auch schon gejagt gehabt. Die Karte wurde aktualisiert. Albino-Wasserschwein, genau. Das habe ich nämlich hier auch schon gejagt gehabt. Vielleicht müssen wir da sogar noch hin, weil im Moment sehen wir ja, dass es nur noch einen Ort gibt, wo es einen Verstoßenen geben soll und wir müssen ja eigentlich noch mit zwei reden, aber vielleicht erfahren wir auch an diesem Ort den Aufenthaltsort von dem letzten Verstoßenen. Das kann natürlich sein. Scheiße, wo ist denn die? Das muss irgendwo da vorne sein, aber... Wie zum Geier komme ich da hin? Akzeptieren Kinderautoritäten da, wo du herkommst, die Schick? Ja, das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Ja, tut mir leid, aber wir müssen ja weiter. Wir haben was zu tun. Da ist er. Okay. Nun diene ich X-Chell auf eine andere Art. Hallo. Gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein. Ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chells Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Alles Gute, Ishik. So, das war jetzt Nummer 4. Aber wo befindet sich Nummer 5? Müssen wir dann doch nochmal mit Pisco reden? Ah ja, schaut euch das an. Da ist die fünfte Verstoßene, alles klar. Meine Augen brennen. Ja gut, ich hoffe, ihr macht das besser im Endeffekt. Na gut, wenn ihr jetzt meine Folge schaut, dann... Ich hab dich. Rennt ihr wahrscheinlich auch so planlos rum wie ich, also... naja, eigentlich nicht.
Monolithenschatz gefunden. Sehr schön, das nehmen wir ja auch noch mit. Wenigstens was etwas. Denn? Das war Licht am Ende des Tunnels dafür, dass ich jetzt diese paar Minuten da so umhergeiert bin. Ich werde nicht betteln. Also, der eine Verstoßene, der wird auf jeden Fall grün unterlegt. Und da ist sie. Da ist die letzte Verstoßene. Prima. Daran erkennt ihr sie. Ich glaube, wir haben Besuch. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Ja, bin ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Remak? Sie entscheidet über das Schicksal der Welt. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Remak? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind. Nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimak? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Ja, das würde ich ganz gerne tun, junge Dame. Und zwar würde ich mir gerne das Aufstiegswerkzeug kaufen. Und ich habe euch ja gesagt, wir finden in den Nebenmissionen Aufstiegswerkzeug und den Dietrich. Und so ist es auch. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es war nur ein kleiner, schwerer, beschwerlicher Weg, hierher zu kommen. Aber gut, so ist das nun mal. So, kaufen wir uns erstmal das Aufstiegswerkzeug. Modernes militärisches Gerät zum Seilklettern wird zum schnellen Bewegen an Seilsträngen und am Arbeits- oder am Abseildraht sowie zur Zerstörung dicker Seilbarrieren benutzt. Das kaufen wir uns erstmal. Viel Spaß damit. Und dann kaufen wir uns noch den Dietrich. Ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlösser an Conquistador, Schatztruhen, öffnen kann. Und das wollen wir ja. Ein gutes Geschäft. Was hat sie denn hier noch so? Laservisier und eine neue Waffe. Na mal schauen, was kann ich denn hier noch alles verkaufen? Viel Spaß damit. Danke. Das ist auf jeden Fall Pfeilgift. Ach nee, das wollte ich ja nicht verkaufen. Ich weiß gar nicht, sollte ich mir jetzt hier noch was kaufen? Ich meine, sie hat ein Laservisier, ja? Wer weiß, wann wir das mal wieder kaufen können? Wir verchecken erstmal noch ein paar Fälle. 30 Stück verkaufe ich mal. Viel Spaß damit. Hiervon verkaufe ich auch mal noch welche. Danke. Sollte das jetzt reichen? 7000. Nee, ein bisschen brauchen wir noch. Davon haben wir genug. Davon können wir noch ein bisschen was verkaufen. Viel Spaß damit. Und dann kaufen wir uns jetzt noch diese Waffe. Eine vollautomatische Pistole, die Schaden für Feuerrate opfert. Stärke Feuerrate. Okay. Danke. Sieht aus wie eine Uzi. Und hier haben wir das Laservisier. Erhöht den Zoom-Faktor plus Zielpointer-Anwender für alle Gewehre. Viel Spaß damit. Gut, das könnten wir uns auch noch holen, ja? Also, dieses Outfit. Ah, da müsste ich noch mehr für verkaufen. Nee, viel das Glück, lasse ich Lara. Dankeschön. Gut, das ist natürlich eine Händlerin, wie ihr seht, ja? Und sieh dir meine Ware an. Die Frage ist jetzt, ist diese Händlerin nachher auch noch da? Weil sie wird hier nicht angezeigt. Also wenn ihr an dieser Stelle seid, verkauft etwas bei ihr, um euch auf jeden Fall das Aufstiegswerkzeug und den Dietrich zu holen, so wie ich das gemacht habe.
Ich weiß nicht, ob euch das Outfit so wichtig ist. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, aber Hauptsache das Werkzeug und den Dietrich. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück und sagen Bescheid, dass wir mit 5 Verstoßenen geredet haben. Und dann müssten wir eigentlich auch die Würfel kriegen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Nebenmission schon vorbei ist. Pisco? Hast du schon mit ihnen gesprochen oder nicht? Ja, habe ich. Aber du siehst es noch nicht. Sie hatten alle Hoffnung. Du musst dich anstrengen, wenn du das Spiel gewinnen willst, Lara. Hoffnung ist das eine. Aber alle Verstoßenen sind in ihrem neuen Leben aufgegangen, trotz der Umstände. Sogar du, Pisco. Nun, ich bin der beste Patois-Spieler, den Patiti je hatte. Nicht schlecht für einen Toten. Ganz und gar nicht. Nochmal, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Opfer dein Leben besser machen kann. Dass das Vermächtnis deiner Familie eine Fessel sein kann und du deinen eigenen Weg finden kannst. Liebe ist stärker als der Tod und du musst an etwas glauben, das größer ist als du selbst. Aber letzten Endes kannst du nicht alles kontrollieren. Was du aus deiner Lage machst, das zeichnet dich aus. Gut gesagt, Lara. Und du bist bestimmt nicht tot? Taki glaubt, er hat verloren, weil er Pech hatte. Aber nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Das sehe ich jetzt. Was hältst du von Moreka, der Verstoßenen? Sie hat mich erwartet. Sie schien einiges über mich zu wissen. Ah, sie weiß viel über alles, Ishik. Sie hat wunderbare Sachen in ihrem Laden. Artefakte, die nur die Götter kennen. Ich weiß. Du hattest Glück, sie zu finden. Sie verlässt Paititi häufig, um ihr Inventar aufzustocken. Sie war die optimistischste. Aber natürlich. Bei uns in Paititi sagt man, wir alle erschaffen das Schicksal. Wir bestimmen nicht die Umstände, nur unsere Taten. Eine Lektion, die Taki noch lernen muss. Gut gespielt. Danke, Pisco. Ich bringe Taki die Würfel zurück. Na dann ab zu Taki. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Diese Fähigkeitspunkte können wir bei Gelegenheit natürlich mal wieder einsetzen, aber das machen wir nicht jetzt. Zudem ist es auch, glaube ich, noch einer, den ich habe. Oh, jetzt bin ich hier gegengerannt. Ja, und wie gesagt, also, wenn ihr mein Video seht, ja, ich bin natürlich wieder ein bisschen planlos rangegangen. Die 2 Male, die ich im Tempel der Sonne oder im Gebiet des Tempels der Sonne war, hätte nicht sein müssen. Ich wusste jetzt auch nicht, dass die eine Verborgene da unten in dieser Höhle steht. Aber ihr wisst das auf jeden Fall. Ihr müsst dann nicht zum Tempel der Sonne. Da unten ist Taki. Mal gucken, ob er sich freut. Wir haben ja seine Würfel. Ich habe deine Würfel, Taki. Oh, vielen Dank. Hattest du nicht gesagt, Pisco hätte die Würfel gestohlen? Jeder weiß, dass Pisco stiehlt. Er hat gesagt, du wolltest ein Spiel spielen und du hast verloren. Er hat mich nicht mehr spielen lassen. Nur noch einmal würfeln und ich hätte gewonnen. Pisco wollte, dass du weißt, dass... Nicht die Würfel gewinnen das Spiel, sondern die Geschicklichkeit des Spielers. Jetzt, wo ich meine Würfel zurück habe, kann ich auch wieder üben. Nochmals vielen Dank, Ishik. Mission abgeschlossen. Takis Jadewürfel. Naja gut, wir haben nicht so wirklich jetzt eine Belohnung dafür bekommen, aber wir konnten natürlich bei der einen Händlerin den Dietrich kaufen und das Seilaufstiegswerkzeug. Und das kriegen wir auch wirklich nur an dieser Stelle. Und genau mit diesem Seilwerkzeug kommen wir, wie gesagt, in diese 2 Hütten hier rein, im verlassenen Dorf. Dazu werde ich jetzt aber kein Video machen, aber das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn ihr das habt denn und wenn ihr es gekauft habt, so wie ich, könnt ihr in diese 2 Hütten rein. Dazu werde ich aber kein Video machen. Ich werde noch ein Video machen zu einer einen Nebenmission, wo ich hier in diese versteckte Krypta reinkomme. Dann werde ich das wahrscheinlich noch verknüpfen mit den anderen beiden Kryptern. Dann mache ich noch ein Video zu dieser Nebenmission. Und dann werde ich noch ein Video machen, wie wir an alle Konquistadoren-Truhen herankommen. Denn wir haben ja jetzt den Dietrich. Also sollten wir das auch mal langsam in Angriff nehmen. Und hier vorne scheint es auch eine weitere Nebenmission, glaube ich, zu geben. Ja, der Questgeber ist, glaube ich, irgendwo da vorne.
Genau, da steht er. Warum ich mit dem Questgeber nicht reden kann, weiß ich nicht. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es könnte alles heißen. Ach so, ja, gut, jetzt weiß ich das. Benötigt Schlangenwache-Outfit, alles klar. Gut, für diese Nebenmission müsste ich dann dieses Outfit anziehen, aber ich bin ja kein Fan von diesem Outfit. Wo zum Teufel ist jetzt hier das Basislager gewesen? Da vorne ist es. Naja gut, wie dem auch sei, ich will die Folge gar nicht in die Länge ziehen. Das hat mich schon angekotzt, dass ich zweimal umsonst beim Tempel der Sonne war. In dieser Folge habt ihr gesehen, wie wir die Nebenmission Takis Jadewürfel absolviert haben. Wir haben den Dietrich bekommen, wir haben das Seilaufstiegswerkzeug bekommen und das war eigentlich der Punkt, warum ich das gemacht habe. Denn das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Und ich denke mal, ihr habt euch darüber gefreut, dass ihr jetzt wisst, oder der eine oder andere hat sich darüber gefreut, dass man diese Sachen jetzt dort bekommen kann und dann könnt ihr, wie gesagt, jetzt noch diesen Dingen nachgehen, diese Barrikaden da wegräumen, diese Truhen öffnen. Oder ihr schaut einfach mal ein Video, wenn ihr nicht wisst, wo gewisse Truhen sind. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, kommentiert es, bewertet es. Lasst mir vielleicht sogar ein Abo da, würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal, sage tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play! Ich bin so weit gekommen. Ich blicke nicht zurück. Nach allem, was ich geopfert habe, frage ich mich, was ist mein Schicksal?